meinst. Das ist auch absolut klar. So, jetzt wollen wir uns aber aufs Spiel konzentrieren, denn das ist hier das absolut Wichtige. Dignitas gegen Astralis. Dignitas auf der CD-Seite, Astralis auf der T-Seite hier zu Beginn in der ersten Hälfte. Jetzt schauen wir mal. Ich mag natürlich den Damage nicht. Toll, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Jetzt gehe ich weg. Ciao. Schade. So, die Weiß und Cypex. Sich da Richtung Aspot schon mal aufgebaut. Doch eine recht langsame Aufstellung hier von Astralis. Vielleicht möchte man so ein bisschen abwarten, ob man da vielleicht eine Reaktion von Dignitas bekommt. Kerrigan hat hier schon die CT Smoke bereit. Die liegt, glaube ich, nicht immer ganz optimal. Ich bin mir nicht sicher. Ja. So viel dazu. Das haben wir dann also geklärt. Ist eine Smoke, die du relativ sicher werfen kannst, die aber auch genau stimmen muss, weil sie halt sonst auch nicht genau liegt. Wie gerade eben schon gesehen. Deswegen wusste Dignitas sofort, dass das Ganze nur ein Fake ist. Also nach so einer Smoke weißt du, okay, das war definitiv nicht das eigentliche Ziel. Und der Aspot wurde auch hier in der 15. Pistole in Folge auf Cash nur auf Retake gespielt. Wieso sollte man den Spot auch direkt verteidigen? Aber es funktioniert. Oh, die Weiß muss da ordentlich Schüsse benutzen, kriegt seinen Gegner aber letztendlich auf jeden Fall down und dann fallen sie alle in der gleichen Sekunde um und Tenski zieht einfach durch. Wurde nicht gesehen. Jetzt wird er noch rausgenommen, aber sie haben ihn nicht bemerkt, wie er sich da reinschleicht. Ich habe ihn auch nicht bemerkt, ehrlich gesagt. Plötzlich sitzt er da, zieht durch. Sie decided. 1-0 für die Gitas, nein. Ich weiß nicht, bei Cash ist es in letzter Zeit immer so ein bisschen das Ding. Wie immer hängt es auch vom Matchup ab, aber ich würde trotzdem mal sagen, dass es sich auch wieder, so wie das ganze Spiel eigentlich momentan, ein bisschen Richtung T bewegt hat. Ich weiß auch nicht genau, wo diese Bewegung herkommt, vielleicht, weil man es jetzt einfach besser kennt, weil die meisten Möglichkeiten ausgelotet sind. Aber auch da, ich glaube, man hat es sogar in Columbus auch gesehen, dass wieder mehr T-Runden als CT-Runden geholt wurden. Config, jawohl. Da wird er von Dipli noch rausgenommen, Cypex ebenfalls und ja, das war dann mal der Early Buy von Astralis. Ich war jetzt irgendwie voll auf der Schiene, dass Astralis hier gerade gegen den Forceball spielt, aber das war eigentlich die Anti-Ego von Dignitas. Allerdings haben wir ja gesehen, Astralis hat hier ordentlich gegengekauft. Das war dann das 1:1. Tja, also genauso überraschend wie der Defuse jetzt in der ersten Runde von Tenski kam, genauso überraschend kam für Dignitas diese Runde, glaube ich. Haben sich da ein kleines bisschen zusammenfahren lassen. Cage, oh, Cage, Alter. Beruhige dich. Config und Tenski haben jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr so viel Bock auf die Runde. Brutal, Savage, wrecked. War jetzt wieder auch nur die Anti-Eco hier. Ist dann einfach gut, dass Cage das nicht ertrifft. Ja, das ist dann einfach wieder gut zusammengespielt. Schönes Bild von Tenski genommen. Das war wieder gut zusammengespielt vorne am Schacht. Einer lenkt ab, die anderen ziehen auch noch rum. Und dann hat der Spieler unten im Wendgang einfach überhaupt keine Chance mehr. Tenski wird nur noch schauen, dass er die P90 in Sicherheit bringt. Das wäre schon ein kleines bisschen was wert. Und Tenski geht down. Wenn ich mir auf 19 Damage die Teilnehmerliste angucke, finde ich Fnatic nicht. Das ist auch absolut korrekt. Fnatic nimmt nicht am Turnier teil, dadurch, dass Olaf Meister momentan eine Handgelenksverletzung hat und sie deswegen mit einem Stand-in spielen. Hat man sich dafür entschieden, das Turnier erstmal sausen zu lassen. Weil man sich halt nicht sicher genug fühlt. Noch nicht. Warten wir mal ab. So, Config und MSL drüben am B-Spot. Boah, schöner Kopfball. Ja, da gibt es auch nicht viel zu holen. Also Anti-Eco hier absolut sauber. Astralis lässt da überhaupt nichts anbrennen. Um es mal anders auszudrücken, die ersten Runden von Astralis strotzen ja nur so vor Konfidenz. Nein, also sie wirken hier schon mal sehr sicher zu Beginn des Spiels. Auch wenn jetzt die Pistol, okay, das ist halt ein bisschen schief gelaufen einfach. Dass man halt Tenski gar nicht mitbekommen hat, sowas passiert halt. Damit muss man leben. Ich meine, sowas sieht man auch nicht allzu häufig, ja. Dass man die Pistol tatsächlich verliert, aber einfach mit 4 Leuten überlebt.
Und jetzt geht's in die erste Waffenrunde. Also jetzt müssen wir ein bisschen drauf schauen, ob Astralis die Runde nochmal so drüber fährt. Also wenn sie jetzt wieder so Gas geben und Dignitas hier einfach komplett zusammenfahren, dann sollte man sich langsam aber sicher wirklich fragen, was Astralis wieder genommen hat. Oder Karl hat die Hände gegessen. Karl! Der ist gut, Mann. Der ist echt gut. Langsames Spiel jetzt auf jeden Fall erstmal von Astralis. Haben sie schon so ein Stück weit gezeigt, haben erstmal geschaut, wo kann man jetzt hier einen Entry-Break setzen und die Gegner vielleicht schon mal dezimieren, um sich den Spotter irgendwie leichter zugänglich zu machen. Device pusht hier nochmal durch. MSL und Config. Ich habe jetzt gerade ohne Witz Confident gelesen bei Config. Ohne jetzt nochmal irgendwie, aber ich habe es jetzt gerade wirklich gelesen. Es kommt auf einmal so viel davon redet. Die Prey drüben am B-Spot und gleichzeitig kann man den A-Spot hier auch noch unter Druck setzen, weil da eben Cypex auch noch durch ist. Das heißt, der Spieler kann nicht wirklich verschieben. Config hat da ziemlich lange gebraucht mit seinem Spray. Aber der Frag war trotzdem safe, weil Vegan ziemlich blind. Die Prey. Fragezeichen. Was auch immer der plant sollte. Zum Fang geht die Runde hier wirklich noch flöten. Bin mir nicht ganz sicher, was die Prey davor hatte. Also ich weiß nicht, ob Device Richtung CT reingeaimt hatte. Und dass dementsprechend die Prey eigentlich gesagt hat, okay, der sollte noch nicht durch sein. Und man sich einfach vom Zeitfenster her verpasst hat. Und Config halt währenddessen durchgehuscht ist, während Device gerade nicht geguckt hat. Aber der Plant war halt schwierig so in dem Moment. Vielleicht war es auch nur die Idee, einen Fake-Plan zu machen oder so, aber Kiron ist auf jeden Fall wieder ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Kierbei, drüber am A-Spot, schöner erster Frag. Also gut vor allem jetzt, dass Dignitas hier ein bisschen ausbremsen kann. Nicht, dass wirklich Astralis jetzt komplett so in Fahrt kommt und sie einfach die ganze Zeit zusammenschießt und man nichts mehr dagegen machen kann. Sondern man bremst sie frühzeitig aus, nimmt ihnen wieder ein bisschen was von dieser Sicherheit, die sich zu Beginn des Spiels direkt angestaut hat. Und jetzt kann man eben selbst auch zurückschlagen. Sehr schön von Config nochmal in der Mitte. 3:3, Ausgleich direkt geschafft. Nachdem man da sich ja die Pistolrunde geholt hatte, muss man nur zwei Runden machen. Jetzt ist so ein bisschen bei Astralis die Frage, können sie nochmal kaufen? Ja, können sie, und es sieht eigentlich auch noch sauber aus. Also sehr, sehr ordentlich, viele Granaten. Die weiß auch noch mit der AWP. Da ist ja alles noch im grünen Bereich. Noch, der nächste Runde wird es dann schon knapp. So, und Astralis baut erstmal auf. Wieder dieser Aufbau, einer in die Tür, einer vor B, drei rein in die Mitte oder einer noch eigentlich im Main, muss man ja so sagen. Carrier hat das gerade noch abgedeckt. Hatte vorhin auch Device hochgeboostet, jetzt wird die Prey noch hinterher geschickt. Na, da kann man... Uiuiui. Das ist ja hier wirklich... Also, wer das nachmachen kann, ich meine, im Real Life, der kriegt einen Keks. So, jetzt erstmal schön die Mitte hier eingenommen, ein paar Granaten vorbereitet. Das sieht alles auch soweit gut aus, wenn wir kommen, wenig Gegenwehr. Dignitas hat nicht wirklich versucht, die Mitte irgendwie gegenzuhalten. Das gibt natürlich Astralis die Chance, sie hier in die Zange zu nehmen auf dem A-Spot. Aber das sind da momentan drei Spieler, also das ist okay. Ich glaube, wenn man die Mitte nicht hält, dann steht man logischerweise mit drei Leuten vom A-Spot. Scheint aber Astralis nicht allzu sehr zu stören. Derweil kann sich nochmal wehren, hier im zweiten Kill wichtig. Weil man auch die Bombe erwischt hat, trotzdem muss er sich zurückziehen. Nochmal so ein Kopfball gegen Cajun. Der hat natürlich die Granate fliegen sehen, wusste er erst noch kurz Verus und hat ihn auch rausgenommen. Cajun, der ist wieder on fire. Cajun ist die letzten Wochen so stark unterwegs. Oh, und da gibt es auch nochmal eine Schelle. Cajun mit 8-2, ich weiß noch genau, welches Team war denn das wieder? Irgendeins hat er neulich auf jeden Fall auf das 2 so zerlegt. Vielleicht war es Mousebots, bin mir nicht mehr ganz sicher. Das war aber das, also das war nicht ihr letztes, das 2-Match, weil das hatte Maus ja gewonnen. Aber ich glaube, eins vorher hat Cajun sich nochmal komplett auseinandergenommen. Ich weiß nicht, was mit dem in letzter Zeit los ist. Der ist aber wirklich, wirklich stark unterwegs. MSL und Config
Hätte ich gesehen, man ist jetzt ja eigentlich wieder in die Eco gegangen, hat nicht wirklich geforceballt. Klar, es sind ein paar Digis und Kevlar da, aber im Großen und Ganzen ist es schon eine Spannung. Config marschiert aber auch einfach rein wie sonst was. Verbrennt jetzt noch ein Molotov, hat er nicht ganz aufgepasst. Glück für die Prey, weil ich bin mir relativ sicher, dass er dann trotzdem draufgegangen wäre. Hätte Config ihn dann nochmal angreifen können. Also immer auf jeden Fall die Überzahlsituation, aber MSL hat sich nochmal kurz die AK gesnackt, schiebt jetzt auch über zum A-Spot, hat also schon völlig richtig erkannt, was hier passiert. Er ist ja auch der Ansager von Digi, das für die, die es nicht unbedingt wissen. MSL wirklich derjenige, der die Calls gibt. Rubino spammt einfach voll rein mit seiner Deagle, hat tatsächlich auch einen bekommen. Cypex muss auch vorsichtig sein, wird auch nochmal weggenommen. Und da waren es nur noch zwei auf Seiten von Astralis, auch bei Dignitas mittlerweile. Technisch relativ gleich auf. Tensky, ja, der muss jetzt da raus. Hat den AWP-Anschluss gerade noch mitbekommen, damit also auch nur noch 20 AP. Nehmen sich jetzt also beide nicht mehr allzu viel. Ich bin gesehen, ja, muss aber vorsichtig sein, wegen der AWP. Auch die Weiß hat nur 25 AP. Die könnten beide mit jeweils einem mit rausgenommen werden, aber zum Glück ist die Weiß hier schneller, beziehungsweise MSL trifft die nicht schneller, war da nicht unbedingt. Oh, Tensky. Und die Bombe schiebt nochmal rüber. Da wollten sie es lieber auch nochmal sicher machen, als hier zu zweit rein zu facen. Da ist die Frage, was wäre sicherer gewesen, wenn beide ihn gleichzeitig facen oder die Bombe rübergeht und lieber nochmal auf den B-Spot legt. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. 5:3 für Astralis, die Runde ist auf jeden Fall aufgegangen. Aber wieder ganz schön teuer dafür, dass es ja eigentlich nur, in Anführungszeichen, eine Eco war. Moment, wieso sitzt Kerber eigentlich in der Mitte? Habe ich da was verpasst? Fragezeichen. Oder sie setzen sich einfach nicht so hin, wie man es halt normalerweise macht. Was die Bree und Cage schon da gerade angeguckt haben. Irgendwie haben sie auf die Weiß geschaut. Und so schön er auch ist, man muss natürlich die Gegner herausnehmen können. Nächstens fällt er diese eine Refake noch. Man hat versucht, Config weiter und schnell anzugehen. Der konnte sich allerdings wehren gegen die Spieler aus dem Wendgang. Auch natürlich durch die Smokes noch bedingt, die ihm das Ganze schon deutlich leichter gemacht haben. Die Weiß und Cypex. Erster Frag sitzt. Und Raiders gegen Kierbei. Seine Position nochmal preis. Config wurde jetzt gesehen. Ja, spätestens jetzt hat er ihn auf jeden Fall wahrgenommen. Nimmt ihn auch mit, Config. Zieht da einmal zu viel rum. Nur diesen Zehntespieler. Wenn sie den noch erwischen, dann wäre die Runde definitiv wieder im Bereich des Möglichen. Aber der muss unbedingt noch fallen. Aber Tensky gegen Cypex erfolgreich. Wichtiger Erster. Und jetzt ist es nur noch die Weiß. 8 Sekunden auf der Uhr. Und Rubino zieht im richtigen Moment rum. Vierte für Dignitas. Also ganz schön der Schlagabtausch bisher. Die beiden schenken sich nichts, aber genau so hat man es ja eigentlich auch erwartet. Wäre natürlich bitter gewesen, wenn jetzt zum Beispiel Dignitas nach diesem Sieg gestern gegen Nip hier irgendwie nochmal zusammengefahren worden wäre oder sowas. Aber bisher wirken sie auf der CT-Seite einigermaßen solide. Ich denke auch Astralis wird dann eher auf der CT-Seite hier stark sein. Die sind ja overall eigentlich eher so das CT-Team, hat man zumindest immer das Gefühl gehabt, gerade in ihren Anfangszeiten. Also da war es ja auch noch bei Team Solo mit oder halt auch Dignitas vorher, waren sie ja selbst auch mal. Flash hier rein. Oh, beim SL trotzdem. Full Flash im Spray, dann Gegner mitnehmen können und auch Cage noch. Das ging schief. Das hat überhaupt nicht funktioniert hier bei Astralis. Er konnte sogar noch mit 50 AP weg. Also er hat sich irgendwie knapp überlebt oder so, sondern er hat einfach noch 50 AP übrig. Das ging nach hinten los, aber volle Kanne. Tja, Astralis ist sowieso schon im Frostbite. Sollten sie die Runde also abgeben, dann hat sich sie erstmal mit Waffenkaufen erledigt. Tensky und Rubino am A-Spot. Die beiden werden hier höchstwahrscheinlich wichtig
werden. Man hat einige Smokes vorbereitet bei Astralis. Jetzt kommt noch mal eine Richtung. Richtung Gelben, sehr schön vorgelegt. Molotov und dann die Weißen mit der AWP sofort am Start. Cypex geht aber hier on spot down. Kann sich noch nicht rausnehmen, die Chance war definitiv da. Config setzt sich durch gegen die Weiß und dann geht er nochmal down. Zumindest Kerrigan hier mit seiner Tech-9 erfolgreich, aber er hat halt nur noch 6 AP und damit wird es einfach ultra schwer. Rubino oben auf dem Container braucht ziemlich lang, aber bevor Kerrigan ihn wirklich anvisieren kann, ist der dänische Ansager auch schon weg vom Fenster. Rubino hat da selbst nur 2 AP, also es war sehr riskant, dass er da rumgeht und versucht Kerrigan wirklich am Plan zu hindern. Hat sich so gelohnt, weil Astralis halt $800 weniger hat und deswegen wahrscheinlich auch noch eine Eco schieben müssen. Aber es war wirklich risky. So, Abfahrt auf den A-Spot. Tenski hat die ersten beiden schon mitgenommen. Geht noch mehr? Da geht noch mehr. Tenski Nummer 3, Tenski Nummer 4 oder Kiabai war es sogar. Tenski derjenige, der Richtung Main reingeholzt hat. Also einfach sauber alles aufgehalten hier, gar kein Problem. 6 zu 5 für Dignitas gegen eine Eco stehen sie sicher und jetzt ist man mittlerweile hier sogar in Führung. Also bisher gefällt mir Cashspiel sehr gut. Mich hat es früher auch ehrlich gesagt immer ein bisschen gewundert, warum sie eigentlich so schlecht auf Cash waren. Ich glaube von SK sind sie dann mal so zusammengefahren worden. Im Prinzip haben sie ja die Spieler, die du für so eine Map halt einfach brauchst. Relativ aimstark. Die AWP MSL ist definitiv brauchbar. Und wenn du dann noch einigermaßen gutes Teamplay hast, was sie halt auch einfach mitbringen, dann hast du eigentlich schon ein sehr gutes Rezept, dass du auf Cash wirklich stark sein kannst. Und mit dem Offensivmove, auch das immer wieder eine sehr wichtige Geschichte, dass du Main, Tür und den Bereich vor B halt eben offensiv unter Kontrolle bringen kannst. Muss man mal so ein bisschen abwechseln, muss natürlich auch die richtige Balance finden. Wann aimt der Gegner ab, wann kann ich mal reingehen, wann ist der richtige Moment. In dem Moment hat Config das auf jeden Fall geschafft. Astralis wieder mit der Mitte-Kontrolle. Das finde ich bisher sehr interessant, dass Dignitas darauf so verzichtet. Also die Mitte contesten sie gar nicht. Sie lassen die Mitte einfach in Ruhe. Konzentrieren sich lieber auf den A-Spot direkt, aber das funktioniert hier teilweise auch wieder sehr stark. Sie können 2 Frags ziehen, bekommen dann allerdings auch 2. Aber Rubino setzt sich jetzt wieder durch gegen die Free und auch Kerrigan geht down. Kierbei mit dem Spraydown gegen Kerrigan. Die wackeln immer so extrem im Spray. Bin mir nicht ganz sicher, was das immer sein soll. MSL pickt den ersten. Also auch das eine wichtige Geschichte, dass die AWP da auch reingehen kann. Die Weiß kann zumindest nochmal einen hier im A-Spot umfahren, aber Rubino ist immer noch da und auch Tenski steht hinten noch am Spot. Und da fehlen dann natürlich einfach die Rüstungen. Zumindest Kerrigan kann sich mit der Tech-9 durchsetzen, wenn es mit nichts anderem geht, da mit der Tech-9. Die Weiß mit einem schönen Klick gegen MSL. Der wollte eigentlich mit seiner AWP rumgehen, aber der Plan hat sich definitiv erledigt. 40 Sekunden Retake-Zeit hier für Config und Rubino. Ah, oh, sauber, Config. Ersten Shot gesetzt. Kerrigan hat noch nicht auf dem Schirm, dass er da schon da sein könnte, aber die Weiß setzt sich gegen den ersten durch. Trotzdem ist Config im richtigen Moment wieder da, um den Refrag zu ziehen. Die zweite, ne, nicht die zweite, sondern der zweite Frag auf sein Konto und damit auch die Runde Nummer 5 sogar mittlerweile in Folge für die Dignitas. Also jetzt gerade im mittleren Teil der Halbzeit präsentieren sie sich als deutlich stärker gegenüber Astralis, die allerdings auch so ein bisschen dieses klasse Aiming jetzt von Beginn des Spiels an verloren haben. Es war da, aber ist jetzt irgendwie auch wieder weg. So schnell wie es gekommen ist, so schnell ist es auch wieder verschwunden. Schade, weil dieser... Hätte man diesen Schwung beibehalten, dann hätten sie da Dignitas, denke ich mal, richtig, richtig hart einheizen können. Also so wie man da in diesen paar Runden getroffen hat, war es halt unglaublich krass. Aber genauso schnell kann sich's halt auch wieder drehen.
Also, nächster Versuch von Astralis mit der Waffenrunde hier durchzubrechen. Ich denke mal, 5 Runden sind für sie schon ganz okay. Also, wie gesagt, ich erwarte bei dem Match ab eigentlich mehr CT-Runden. Das Problem ist dann immer, dass es einem trotzdem schnell aus der Hand gleiten kann, wenn es halt da mal nicht sofort auf der CT-Seite läuft. Man, wenn man die Pistol verliert zum Beispiel gegen Dignitas, wenn die jetzt wirklich 10-5 spielen sollten, und die erste Waffenrunde dann auch noch verloren wird, dann kann es halt sein, dass man die CT-Seite gar nicht mehr großartig zeigen kann. Deswegen natürlich immer schauen, dass man so viele Runden wie möglich holen kann. Schön von MSL. Wie er da einfach reinsteppt, ohne groß zu wissen, was abgeht, einfach in den offenen Raum reingegangen, und dass er überhaupt so lange lebt, war schon ein Wunder. Da ist wieder nochmal gefragt, Cypex allerdings mit dem Refrag. Cypex, jawohl, das ist der Headshot, der wichtige Headshot, um da oben erstmal die Position frei zu halten. Dadurch kann Kerrigan hier ganz entspannt die Bombe legen. Die beiden verteilen sich erstmal auf dem Spot, ein dritter Spieler hat sie noch hinten in den Ventgang reingestellt, um das erstmal hier abzudecken. Kjerwei und Tensky zu zweit, also im Retake. Schaut, ob der auch noch funktioniert, oder ob für Astralis hier wirklich die Runde Nummer 6 ansteht. Bisher zeigen sie sich auf jeden Fall überhaupt nicht. Muss man hier in dem Moment auch einfach nur abwarten, bis sie in einem reinrennen oder so. Cypex geht ganz kurz rum, setzt sofort den Headshot. Und dementsprechend ist es dann nur noch Tensky, und der legt jetzt logischerweise hier. Nice Kommentar. Immer probieren, so viele Runden wie möglich zu holen. Vielleicht verliere ich deswegen immer MMM. Klassiker. Ich versuche immer so wenig Runden wie möglich zu holen. Nein, ja, ist natürlich obvious. Aber ich meine, man soll jetzt nicht nach den 5 Runden sagen, okay, reicht. Dann können wir AFK gehen, können wir die Halbzeit sein lassen, sondern natürlich versucht Astralis immer so viele Runden, wie es halt irgendwie nur geht, abzuholen. So, jetzt schaue ich mal ganz kurz, kriegen wir da nochmal vielleicht. Gehen wir da nochmal Live-Bilder. Ah. Da sind wir. Ganz gechillt, alles easy. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Weiß, kommt vielleicht auch nochmal picken können. So hat man also wieder das 4 gegen 4 Mittelkontrolle, wieder an Astralis, aber wie gesagt, das ist jetzt auch nicht, das ist ja kein großer Erfolg gegen Dignitas, denn die geben ihnen die Mittelkontrolle einfach. Die legen da keinen großen Wert drauf, sondern weiterhin dabei, sich wirklich nur auf die Spots zu kontrollieren. Könnte jetzt für Astralis vielleicht sogar die Entscheidung sein, in Richtung B zu gehen, wenn man es bisher so auf dem Schirm gehabt hätte, und anscheinend geht Dignitas auch davon aus, und es ist auch vollkommen richtig, dass das alles rüberschiebt, denn man hat halt diese Information, dass sie immer 3-2 standen. Wenn man dann natürlich eine Richtung B pickt, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass der B-Spieler jetzt alleine ist. Allerdings hat Dignitas nochmal ein Stück weit umgebaut, geht aber kurzzeitig in die Mitte reingeschickt, und jetzt geht auch noch MSL rüber, aber nicht MSL, sondern auch Rubino noch rüber. MSL konnte eben schon den ersten Faktor setzen, Kierbei wird immer gut angeschossen und letztendlich dann auch rausgenommen durch diese Smoke. Hat allerdings Dupree auch einiges da noch mitgegeben. Und die HP-Zahlen sprechen halt keine gute Sprache für Astralis. Da hat er gar nicht mit dem Spieler von der Seite gerechnet. Tensky nimmt ihn noch raus. 9-6 zur Halbzeit. Und ich weiß noch nicht so genau, was ich davon halten soll. Also ich glaube, dass es für Astralis nicht schlecht ist. Aber Dignitas hat halt die Möglichkeit, wenn sie auch so einen schnellen Start jetzt mal die zweite Halbzeit erwischen, wie Astralis ihn gerade eben erwischt hat, haben sie immer noch die Möglichkeit, da ganz, ganz schnell Astralis die ganze Situation aus der Hand zu reißen. Boah, es ist ein kleines bisschen nervig mit dem Clean Feed. Epische Musik.
Laser der MSL. Caller von Dignitas war zumindest die letzte Info, die ich noch hatte. Wie gesagt, momentan sitzt Kiaba in der Mitte, aber ich glaube nicht, dass es irgendwie... dass es dann einen Wechsel gab. Wenn ihr den Ingame-Check laut lesen könntet. Das Sennheiser ist cool, das habe ich tatsächlich auch, das Headset. Das ist Game Zero. Ist ziemlich gut wie alles von Sennheiser eigentlich so. Also, wie das meiste von Sennheiser in ihrem Gaming-Segment vor allem. Da muss immer die Frage, ob Gaming-Headsets eigentlich so wirklich nötig sind, weil meistens ist man wirklich besser dran, wenn man sich Kopfhörer und Mikro getrennt kauft. Aber ich war einfach nur zu faul dazu. So. Dann gehen wir es mal wieder an. Weiter geht's. Astralis gegen Dignitas. Okay, kurzes Config muss nochmal geladen werden. Kurzes Backup muss nochmal geladen werden. Wahrscheinlich hatten sie vorhin schon gekauft und wollten doch nochmal anders kaufen. Kann man jetzt nicht ändern. Ist ja auch kein größeres Problem. So, 9:6 steht's momentan und jetzt bin ich gespannt, was uns Astralis da noch serviert und vor allem auch, was Dignitas uns da zeigen wird. Das wäre der nächste Upset des heutigen Tages, wenn Dignitas gegen Astralis gewinnen sollte. Jetzt in der Mitte zieht immer so ein bisschen einfach auf Verdacht rum, mehr oder weniger. Jetzt kommen die ersten Steps. Ja, und er hat es mitbekommen. Mehr will er nicht wissen. Er wollte nur sehen, kommt da jemand oder kommt da keiner. Und er hat es auch gesehen. Die Information ist also definitiv da. Der Aspot wird diesmal nicht auf Retail gespielt. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Sieht alles ziemlich gut aus. Zensky kann jetzt zumindest mal einsetzen. Der hat ihnen gerade eben schon mal die Pistole versaut. Diesmal nicht. Cajun nagelt ihn an die Wand. Und damit ist es dann nur noch Rubino. Dupré und die Weiß haben beide schon ordentlich gelitten. Also könnte man die höchstwahrscheinlich noch rausnehmen. Wenn er sie irgendwie, also wenn er irgendwie an sie rankommt, das ist halt die Voraussetzung. Die beiden Spieler mit den Lower P haben sich tatsächlich auch in die Mitte gesetzt und die beiden mit 100, die haben sich an die Bombe gestellt. Und Cajun setzt sowieso den Headshot. 3 Kills von ihm in dieser Pistol, 2 von Cypex, 7:9. Das wäre jetzt die Möglichkeit auszugleichen. Dignitas wird höchstwahrscheinlich Forcebine. Dass die Bombe nicht geplantet haben, kauft man halt normalerweise rein. Da gibt es ordentlich Deagle, denn die Deagle, die spielen sie gerne. Sehr, sehr gerne. Ultra gerne. Sauber von Densky. Da brettert's wieder durch. Das haben sie eigentlich immer schon gemacht, dass sie in solchen Runden einfach Deagle kaufen. Kein Forceplay, sondern Deagle kaufen. Der hat die Deko wieder zurück? Ich glaube nicht, aber zumindest nicht so dominant, wie sie schon mal in Source war. Gerade Dignitas zieht die halt immer wieder durch. MSL nochmal mit dem Headshot.
Und es lohnt sich halt auch einfach bei ihnen. Also sie schaffen es halt auch damit regelmäßig wieder viel Damage anzurichten. Wir sehen bei Astral schon wieder zwei Leute weg. Auch die Weiß könnte da durchaus noch gepickt werden. Sie rotieren sowieso komplett rüber zum A-Spot, weil die Weiß halt auch einfach alleine steht. Kerrigan ist aber momentan dabei, so ein bisschen rüber zu rotieren auch. Also aber die Weiß, alles im Griff. Rubino, letzter verbleibende Spieler. Der sollte hier vielleicht, oder nicht nur vielleicht, sondern sollte eigentlich gar nicht mehr als Spieler. Das kann auch nicht. So, weiter geht's. Nochmal in die Eco für Dignitas, diesmal auch mit ein bisschen weniger Diegel. Jensky haben sich da jeweils eine geleistet. Na, ein bisschen verschossen gegen Kerrigan, ein bisschen ist gut. Daneben geholzt. Okay, die wird nicht unbedingt getroffen. Debris vorne an der Kiste muss ich erstmal nachsmoken, damit er da nicht gleich zu Tode gepusht wird. Aber noch kurz gereloadet. Ah, der stellt sich da nah an die Smoke dann damit. Hofft, er rechnet die Gegner nicht. Wow. Den zweiten sogar auch noch mitgenommen. Debris Nummer 3. Oh, der ist Config, kann ihn dann durch diese Smoke letztendlich stoppen. Auch wenn es nur mit der Knopf war, es hat gereicht. Aber Kerrigan ist schon von hinten unterwegs. Und räumt auf. RIP-Config. Das war's dann auch für dich. 9:9 Ausgleich, also für Astralis ist vollendet. So. Jetzt geht's aber erst so richtig los, denn jetzt werden auch erst die Waffen gekauft. Die erste Runde für Astralis, also hier mit Full. Für Dignitas mit Full AKs. Man spielt sich auch sofort in die Mitte rein. Diese Smoke geht auf jeden Fall in den Z-Gang. Hat damit auch gleich ausgepusht. Also lässt man gar nichts anbrennen. Der Mittelspieler fällt ja auch instant. Der Schachtpush wird auch gereadet und zum Teil auch aufgehalten. Eieiei, da hatten sie aber genau auf dem Schirm, was Astralis vorhat. Trotzdem geht man dann nur in Anführungszeichen im 3 gegen 4 raus. Die Überzahlsituation ist definitiv da. Jetzt kommt nochmal der verspätete Schachtboost tatsächlich von Astralis. Tja, aber auch der wird aufgehalten. Config ohne größere Probleme hier gegen Dupree und somit Device bzw. Syphax. Sicher, da wird extra mal abgesmoked. Dann rennt man mit der Bombe, aber über die Schräge, was man eigentlich nicht tut. Passiert jetzt in dem Moment. Es wird auch ein Spieler rausgenommen, aber sowas. Es ist, man kann es ja ganz einfach verhindern, indem man einfach vorne an CDS vorbeigeht. Der war eng. Weil die beiden da wirklich noch reingehen wollen letztendlich, aber was Apex. Pick Config, dann sind es Kierber bzw. Tenski. 2 gegen 2, erster Frag sitzt, zweiter Frag sitzt von Kierber ebenfalls und somit die Runde Nummer 10 für Dignitas. Das erste Waffenrunde geht aus, geht auf. Haben da sehr früh den Vorteil gewinnen können, indem sie direkt die Mitte reingepusht sind, den Spieler rausgenommen haben in Sandsäcken. Dann noch den Schachtboost erwartet haben, das war klar zu sehen, dass sie damit einfach gerechnet haben. Also, das war ganz klar kalkuliert und hat auch wunderbar funktioniert. Vielleicht ist das so der Punkt, dass man sich einfach so gut vorbereitet hat auf Astralis, dass man sich halt hier im Vorteil sieht. Na, gestern gegen Lorsch hat Astralis ja auch schon... Ne, da haben sie Mirage gespielt. Wie bin ich jetzt? Ah ne, es war okay. Lorsch gegen Nip war das, wo Cash gespielt wurde. Sprays in die Wand rein. Scheiße, glaube ich, bin da sowieso gar nicht durch, ne. Da kommt nichts an. Mit der AWP vielleicht.
Aber somit der AK auf jeden Fall nicht. Die Flash ein bisschen verworfen, die zweite dann im Vorwärtslaufen, deswegen funktioniert es ja auch. Aber das Ganze sollte sowieso nur als kleiner Fake dienen. Eigentlich geht es Richtung B. Und da versucht man das alles erneut zu überfahren. Diesmal Dupree und Cajun, die versuchen das Ganze zu verteidigen. Cajun kann hier nicht hinten rein in die Headshot-Strecke. Also Headshot-Position schieben. Wirklich schöner Molotov, der ihn da den Laufweg verhindert hat. Dupree wird überlaufen. Jetzt ist er trotzdem einer dahinter und damit haben sie eben nicht mehr gerechnet, weil sie dachten, okay, Molotov lag da, kann eigentlich keiner sein. Kann eben doch einer sein. Oh, Cajun macht viel Damage, aber halt nicht genug, denn es waren immer noch 5 Gegner, gegen die er da gespielt hat. Und da hätte er acen müssen. Also es war wirklich gut gemacht. Hier eine Smoke hingelegt. Und wir können es mal ganz kurz aufzeichnen. Hier eine Smoke hingelegt, die ganz normale CT-Smoke. Ein bisschen weiter vorne lagst du. Vielleicht hatten sie sogar noch eine zweite geschmissen und dann einfach dahinter gemollot. Wenn dann also einer versucht... Das ist ein Molotov. Wenn dann also einer versucht, aus der CD-Base hier reinzugehen, um seinen Mate zu unterstützen, kann er nicht oder wird verbrennen oder wird so viel Damage bekommen, dass man ihn einfach abholen kann. Also wirklich, wirklich gut gedacht, das Ganze hier. Nur müsste man dann halt eigentlich noch mit ein bisschen mehr Fokus später in die Headshot-Position reingehen, wenn es halt so gut sein kann, dass zum Beispiel ein Cajun wieder nochmal durchgerannt ist. 11:9 für Dignitas, Eco bei Astralis, also die 12. Runde hier im Bereich des Möglichen. Ja. Da hat auch Cypex keine Chance. Schauen wir mal. Ja, da ist er dann. Die weiß ebenfalls dran. Und somit ist die letzte verbleibende Spieler. Die geht ebenfalls down. Jetzt sind gleich wieder die Threats incoming. Die Pre die ganze Zeit hin und her gezogen. War bestimmt voll krass auf dem Model drauf. Nein, er ist natürlich nur deswegen hin und her mit dem Aiming hier. Bevor wieder die krassen Reddit-Helden kommen oder unsere Helden auch aus dem Forum, weil er einfach oben und unten gleichzeitig abwimmen wollte. Und es war ein Model da, aber das war natürlich nur Zufall. Sowas soll es auch geben. Angeblich. 12:9. So. Pause wird gecallt. Aber da hat man wohl scheinbar noch irgendwas verschüttet. Schauen wir uns das Ganze doch gleich mal von vor Ort an. Jetzt wird's interessant. Erst ganz kurz Stopp gecallt, damit hier nicht gleich die Pause dann einfach abläuft. Oh, ist Match wird trotzdem resumen oder was? Okay, das war dann nix. Der dreht sich jetzt erstmal ein Ding. Wahrscheinlich. So, wo ist er denn? Dürfen wir jetzt bitte die Sauerei sehen? Anscheinend nicht. Schade. 35 Sekunden noch, jetzt muss es aber schnell gehen. Also Dignitas auf jeden Fall mit ihrer T-Seite bisher sehr erfolgreich. Da lacht er. Oh, ihm wird sogar geputzt. Das ist ja Service. Ich glaube, das spiele ich auch mal auf der Dreamhack. Kappa. Und da wird gleich nochmal ein genüsslicher Schluck genommen, bevor es wieder irgendjemand verschüttet. Also, weiter geht's. Dignitas gegen Astralis. Momentan wirkt Dignitas da auf jeden Fall sehr gut vorbereitet und auch ein kleines Stück weit überlegen gegen ihre Kollegen von Astralis. Mal schauen, ob sie das Ganze jetzt auch hier noch weiter so durchziehen können. Es ist nicht mehr viel, was ihnen hier fehlt gegen Astralis. Und gerade die Geldsituation spielt dann auch wieder gegen Kerrigans Team. Also, jetzt ist halt eigentlich der Zeitpunkt, an dem man die Economy des Gegners wieder brechen müsste. Eigentlich.
So, Argo ist nochmal angesagt von Dignitas. Refrag fällt, auch wenn die Weiß eigentlich den ersten rausgenommen hat. Kerrigan und Cypaction sind noch am Spot bereit. Ja, sauber. Und dann wird wieder hier schön getradet. Man verliert einen Spieler, kann aber währenddessen halt einfach zwei rausnehmen. Dupree und Cajun im 2 gegen 3. Und da fällt dann auch dieser Cajun B. War jetzt aber auch nichts großartig Taktisches von Dignitas. Also, sie haben sich halt für den R-Spot entschieden. Sie setzen den First Frag. Refrag fällt. Oder sie haben den First Frag kassiert, setzen den Refrag. Dann marschiert man drauf. Kann einen rausnehmen, verliert einen, kann wieder einen rausnehmen. Fertig. Oder auch nicht. Dupree mit zwei schnellen Kills. Das war nochmal eine knappe Geschichte. 13 zu 9. So, nächste Eco für Astralis steht an. Also wieder ein Ründchen. Das eigentlich an Dignitas gehen sollte, soweit. Wenn sie hier alles im Griff haben. Wichtig ist, denke ich mal, erstmal, dass man jetzt einfach abwartet. Also die Gegner halt möglicherweise irgendwo pushen lassen, die dann einfach nur abfangen. Und sie dann eventuell dafür bestrafen, dass sie versuchen, offensiv zu gehen. Alles klar. Oder so, man schickt einfach Config vor, der macht zwei Frags und dann ist der Spot auch schon wieder frei. Geht natürlich genauso. Kerrigan gegen die Tür, um es genauer zu nehmen, gegen Tensky. Die Tür alleine fightet er natürlich nicht, wobei manchmal ist das auch ein kleines Problem für manche Spieler. Aber Config ist einfach... Config ist da einfach Config, macht seine drei Frags und damit ist die ganze Runde hier auch schon wieder durch. 14-9, wundert mich gerade ein bisschen, dass Astralis hier keinen Timeout irgendwie in Betracht zieht. Wäre eine Möglichkeit gewesen, aber hat sich scheinbar dagegen entschieden. Sollte Dignitas die Runde gewinnen, dann hätten sie Astralis hier echt im Griff. Cajun und Dupree sind die beiden, die diesmal versuchen, den Baseball zu verteidigen. Kleine Flash. Oh, Cajun, der hat gut daneben geholzt bei dem Schuss. Noch eine zweite Möglichkeit, aber keine dritte. Wenigstens einen hat er rausnehmen können. Wieder ein 4 gegen 3 auf B, aber wieder so simpel. Ja, so richtig. Brecheisen. Eine Flash Richtung B, man geht durch. Cajun B verschießt seinen ersten, man baut auf dem Fehler auf, umläuft ihn, der zweite Spieler wurde einfach nur umgeholzt, da hinten am Spot. Dann kann man Cajun auch noch refraggen und dann ist wieder alles im grünen Bereich, man hat die 4 gegen 3 Überzahlsituation, man hat die Bombe gelegt und die Runde ist durch. Oh, aber diese Afterpad-Situationen, die wackeln noch gewaltig. Kerbal wird auch noch abgeholt und jetzt ist es nur noch Rubino. Da wird aus der Überzahl schnell mal ein 1 gegen 1, Rubino hat hier fast das Ace. Nur noch ein Kill, der empfiehlt die Bombe liegt für ihn und das ist das Ace für Rubino zum 15 zu 9. Ganz schleichend holt er sich da alle Spieler raus, hat die beiden am Anfang der Runde gesetzt, diesen schnellen Headshot plus Cajun B's, also den Refrag an Cajun B. Und dann muss er die Bombe auch noch gegen drei Spieler verteidigen, was er hier auch souverän schafft. Und somit die 15. Runde für Dignitas rausholt, sehr, sehr stark von Rubino. Kühlen Kopf bewahrt. Und seine Gegner nochmal zerlegt. Einmal noch eine Runde ACE-Saft. Das könnte es hier wirklich gewesen sein für Astralis in diesem... Ich weiß nicht, was heute los ist. Egal, welche Prediction man trifft. Es wird, glaube ich, heute kein Favorit gewinnen. Der Analystendesk ist wahrscheinlich heute schon so... Oder liegt heute schon so... Liegt heute schon den ganzen Tag so falsch wie schon lange nicht mehr. Da wird nochmal geklatscht. Ich wundere mich echt, warum Kerber in der Mitte sitzt. Muss ganz kurz wieder in-game wechseln, weil hier wird es wahrscheinlich jederzeit losgehen. Was uns ja gerade mal die Wiederholung gezeigt hatten. Ja, jetzt geht es hier langsam aber sicher Richtung A-Spot. Die Weiß stellt sich am Gelben auf. Die Weiß wird nochmal angeflasht. Cypex ist auch ziemlich blind, auch wenn seine Gegner einiges abbekommen haben. Und die Flash ging halt auch gegen ihn. Die Weiß wird umgeräumt. Die Weiß wird umgeräumt. Kerrigan mit zwei schnellen Frags. Aber da kommt Kerber wieder um die Ecke. Rubino setzt sich ebenfalls durch. Cajun und Dupree können das Unheil nochmal abwenden. Bisher waren die Retakes ziemlich erfolgreich.
Also was die Afterblends von Dignitas anging, war alles noch nicht so sahnig. Aber die Brave fällt und Cajun hinten in der Main ist bekannt. Jetzt können sie natürlich einfach sagen, yo, ciao, wir gehen ab nach Malle auf den B-Spot. Zurück in der Main stehen. Bombe ist natürlich dann auf B safe gelegt und Cajun hat selbst noch 19 AP. Penske mit 44. Oh, das Timing, da sieht er nochmal. Jawohl, zieht drüber. 16:9, Dignitas gewinnt das Duell gegen ihre Landsmänner. Doch eindeutiger als gedacht, ehrlich gesagt. Und wir haben den